Künstlerporträt Mirko und Mechthild noch, mit Ton zusammengeklebt. Aber die Künste sind nur der Spiegel des Lebens. Ich traf Mirko und Mechthild am gefühlt ersten wirklich schönen Tag des Jahres. Die Sonne knallte vom Himmel, als hätte es die Regenwolken der vergangenen Wochen nicht gegeben, und wir trugen Tisch und Stühle auf die Wiese vor dem Künstlerhof, tranken Kaffee und ließen uns ein bisschen Wärme in den Pelz brennen. Es ist eine interessante Erfahrung, ein Ehepaar zu interviewen. Wenn der eine einen Satz beginnt, wird er vom anderen beendet. Ein eingespieltes Team sind die beiden. Und das nicht nur privat. Töpfern ist ihre gemeinsame Leidenschaft, die sie seit 6 Jahren am Künstlerhof betreiben. Der Weg dahin führte sie über unterschiedliche Stationen zu diesem gemeinsamen Ziel. Und auch in künstlerischer Hinsicht laufen sie manchmal unterschiedliche und manchmal parallele Pfade. Beide suchen neue Herausforderungen, die Entwicklung, der Prozess stehen dabei im Vordergrund. Als Mechthild 1964 in Essen geboren wurde, hatte sie das große Glück, in eine Familie hineingeboren zu werden, deren Geschäft der Handel mit Heimwerkerbedarf war. Für ein kreatives Kind war immer Material vorhanden, mit dem man basteln und gestalten konnte. Und als sich der Laden später in einen Hobbymarkt entwickelte, gab sie dort Kurse und half aus. Beruflich stand so auch der kreative Wunsch im Vordergrund, allerdings befürchtete sie, zu sehr nach Vorgaben arbeiten zu müssen und entschied sich für ihre zweitliebste Tätigkeit, der Arbeit mit Menschen. Als Erzieherin im Kindergarten durfte sie dennoch kreativ aus dem Vollen schöpfen. Sie liebt es, Räume zu gestalten, den Spaß an der Kreativität zu vermitteln und die Kinder zu fördern. Diese seien noch absolut frei in der Gestaltung, würden noch ohne feste Bilder arbeiten und könnten sich frei auf eine Aufgabe einlassen. Etwas, was wir uns als Erwachsene erst wieder erlauben müssen. 3 Jahre später erblickte Mirko in Oberhausen das Licht der Welt. Auch wenn die Voraussetzungen anders waren, fand das kreative Kind Nischen, um seine Welt zu gestalten. Hinzu kam eine tiefe Liebe zum Gärtnern, die sich schon früh darin manifestierte, dass aus bestelltem Saatgut Pflanzen gezogen wurden, um eine Blumenbank aufzubauen. Dementsprechend ging er auch bei einem Gärtner in die Lehre, ließ sich im Garten- und Landschaftsbau weiterbilden, wirkte unter anderem an der Bundesgartenschau mit und machte sich, nachdem er bei vielen Projekten Erfahrungen sammeln konnte, 1994 selbstständig. Beim Aufbau naturnaher Gärten konnte er nun seiner Kreativität Raum geben. Und so wie Mechthild im Rahmen ihrer Tätigkeit Mosaike, zum Beispiel an der Grundschule Lavesum, und Wandbilder, eine Arche Noah in der Kiga Bottrop, mit Eltern und Kindern gestaltete, setzte er seine Vorstellung von immer grüneren Gärten, die bunt und natürlich mit abwechslungsreichen Patchwork-Plattierungen aus Naturmaterialien um und entwickelte so seine eigene Handschrift, die inzwischen einen hohen Wiedererkennungswert hat. Wir holten eine zweite Kanne Kaffee nach draußen und die Schleierwolken vom Vormittag verzogen sich nun endgültig. An der Wiese fuhren Wochenendausflügler auf Rädern vorbei und ich wollte wissen, wie man vom Ruhrgebiet an den Künstlerhof kommt. Für Mechthild war der Schritt sehr natürlich. Sie war seit ihrem 12. Lebensjahr häufig bei Freunden in Lavesum zu Besuch gewesen, die ein Pony hatten, was ein zusätzlicher Anreiz war und ihre Liebe zu Pferden begründete. So war die Hochzeit der beiden 1992 ein Wendepunkt und sie beschlossen, aus dem Ruhrgebiet raus und aufs Land zu ziehen. Mechthild fand einen Job beim Kindergarten St. Laurentius und über einen kleinen Abstecher nach Sieden mieteten sie 1995 ein Haus am Waldrand, das für 15 Jahre ihr Zuhause werden sollte. Beim Ausritt mit ihren Freundinnen kam Mechthild häufig am Künstlerhof vorbei, der damals noch ein Bauernhof war, und lernte, zumindest vom Sehen, den späteren Urheber des Hofs, Manfred Gerding, kennen. Während dieser Zeit etablierte sich Mirko als Gärtner, gestaltete selbstverständlich auch seinen eigenen Garten naturnah und fantasievoll. Die Idee, ihre Gärten für Publikum zu öffnen, öffnete ihnen auch am Ende den Zugang zum Künstlerhof. Im 3. Jahr dieser Aktion, die auf große Resonanz stieß, nahm Manfred Gerding zu ihnen Kontakt auf und bot an, diesen Tag der offenen Tür durch Bewirtung und Öffnung der Ateliers zu ergänzen. Und seitdem waren sie regelmäßige Gäste, belegten Kurse.
als sie dann über den NABU Bernd Hessner kennenlernten und an einem seiner Töpferkurse teilnahmen, war klar, dass sie sich im Bearbeiten von Ton finden. Im Sommer 2019 mieteten sie die ehemalige Küche des Bauernhauses und gaben damit der Töpfertruppe ein Zuhause. Wichtig ist beiden, sich mit ihrer Kreativität für andere Menschen zu öffnen. Dabei entstehen immer Synergieeffekte, wenn mehrere zusammenkommen, die unterschiedliche Erfahrungen und Blickwinkel mitbringen. Über den Austausch entstehen Inspirationen, die jeder auf seine Weise umsetzen kann. Keiner der beiden sieht sich als klassischer Keramiker. Mechthild arbeitet übergreifend. Sie mischt Techniken und Materialien, arbeitet frei. Es entstehen sowohl Keramiken aus Aufbautechnik als auch Skulpturen und Mosaiken. Seit sie 2019 mit Mirko einen Drehkurs bei einer erfahrenen Töpferin absolvierte, gehört auch die Töpferscheibe zu ihrem Repertoire. Wenn der Ton auf der Töpferscheibe zentriert wird, zentriert sie sich auch. Daneben fertigt sie, was ihr in den Sinn kommt. Von klitzekleinen Vögeln und Schildkröten über dicke Hennen und Skulpturen macht sie das, was ihr gerade gut tut. Natürlich möchte sie auch einmal eine zarte Tasse oder einen Teller drehen, doch sie gibt sich Zeit dafür. Der Prozess ist das Ziel und die Entspannung bei dieser Tätigkeit ist mindestens so wichtig wie das Ergebnis. Mirko experimentiert ebenso gerne wie sie. Ob er sich an der Entwicklung neuer Glasuren durch Veraschung diverser Hölzer beteiligt, ob er eine Mattschale kreiert, wo er mit fast flüssigem Ton arbeitet, ob er fantasievolle Tiefseefische aufbaut oder aus Ton natürlich aussehende Augäpfel fertigt. Auch für ihn ist der Werkstoff in ihrer Tonwerkstatt etwas, mit dem kreativ gearbeitet werden muss. Besonders faszinieren ihn die Möglichkeiten der Glasuren. Die Ergebnisse sind nie hundertprozentig vorhersehbar oder reproduzierbar. Ob beim Rakobrand, wo die hochgebrannten Keramiken mit Blättern oder Spänen abgelöscht werden, oder beim Beträufeln der frisch glasierten Schalen mit Wasser, die fertigen Stücke überraschen ihn jedes Mal. Die aus den Experimenten gezogenen Erkenntnisse inspirieren ihn zu neuen Versuchen, um die erworbenen Fähigkeiten weiter auszubauen. So ist auch sein Lieblingsstück eine Schale, bei deren Glasur er abgelenkt war und unabsichtlich verschiedene Glasurfarben vermischte. Das Ergebnis schillert in tausend Nuancen und wirkt unter jedem Blickwinkel anders. Mechthilds Lieblingsstück ist ein sich umarmendes Pärchen, deren Figuren nur angedeutet sind, was das Augenmerk auf die Interaktion der beiden lenkt und die tiefe Innigkeit der dunklen männlichen und hellen weiblichen Figur unterstreicht. Solche Figuren würde sie auch gerne mit ihren aktuellen Schutzbefohlenen, den Bewohnern des Ernst-Losser-Hauses, fertigen. Denn Menschen haben ein Bild von sich, das sie anderen zeigen möchten. Reduziert auf eine für sie typische Körperhaltung, würde aus ihnen eine bunte Keramiktruppe entstehen. Das kreative Gestalten ist ein wichtiges Gegenstück zum Alltagsgeschäft, welches beide so schmal wie möglich halten möchten. Man muss etwas zurücklassen, wenn man weiterzieht, sagt Mirko und verweist auf den letzten Umzug, wo sie sich räumlich verkleinert haben, um sich mehr dem widmen zu können, was sie glücklich macht. Wie sie es mit der Kunst halten, möchte ich wissen und schütte mir noch einen Kaffee ein. Kunst liegt für sie im Auge des Betrachters. Wichtig ist für sie, dass es gefällt, dass es inspiriert. Wenn Dinge benutzt werden, wie die Schalen oder bepflanzt, wie die Skulpturen. Jedes Teil komme dann zur Geltung, wenn es seinen Platz gefunden hat. Werke haben eine Geschichte und erzählen Geschichten. Und manchmal sind sie einfach nur tolle Erinnerungen an einen schönen kreativen Abend. Kunst sei etwas, was man weitergeben müsse an junge Menschen. Es müsse Raum da sein für sie, um einmal rauszukommen aus dem Alltag, Ruhe zu finden und kreativ zu sein. In der Kunst finden sie sich gemeinsam als Paar und im Kontakt zu anderen Menschen. Zurzeit können sich allerdings beide nicht vorstellen, regelmäßig Kurse anzubieten. Es fehlt an der Zeit. Allerdings profitieren beide von Zusammenarbeiten mit interessierten Menschen. Wo es jetzt hingehen soll, möchte ich noch wissen, nachdem sie schon einen langen Weg hinter sich haben. Wie sehen ihre nächsten Ziele aus? Mirko möchte sich an der Drehscheibe mit der Gestaltung von Gefäßen weiterentwickeln und mit Engoben arbeiten. Das ist farbiger, flüssiger Ton. Nebenbei steht in naher Zukunft eine intensivere Auseinandersetzung mit der Fotografie an. Den Rest
lasse auf sich zukommen. Vermächtigt werden in nächster Zeit die abstrakten Figuren, die an ihrer Haltung zu erkennen sind, im Mittelpunkt stehen. Den Rest entscheide sie spontan. Beide wünschen sich für den Hof, dass er weiter wächst, die Gemeinschaft stärker wird und über die vielen verschiedenen Künstler der Hof immer bunter und zu einem Gesamtkunstwerk wird. Ein Schlusswort hätte ich gerne, während wir schon zusammenpacken und den Sonnenbrand vergleichen. Man kann alles, wenn man sich traut.